Rufen Sie den AGES Düngerrechner durch Klick auf den Link im Prüfbericht oder Scan des QR-Codes auf. Ihnen wird der Nährstoffbedarf Ihres Bodens für die von Ihnen angegebene Pflanzenkultur und Parzellenfläche angezeigt. Beides können Sie ändern. Klicken Sie auf Düngerrechner starten. Haben Sie einen Wirtschaftsdünger, wie zum Beispiel Kompost, zur Verfügung? Klicken Sie auf Mist Kompost auswählen. Ansonsten klicken Sie auf Handelsdünger auswählen. Im Fall von Handelsdüngern werden oben in der Liste die für Ihre Nährstoffbilanz am besten geeigneten Produkte gereiht. Sie können auch ein eigenes Düngemittel eintragen. Klicken Sie zurück, um die Düngerart zu wechseln. Beispiel 1. Wählen Sie Kompost aus. Der AGES Düngerrechner berechnet dann die nötige Menge für Ihre Fläche. Falls Sie weniger Kompost zur Verfügung haben, ändern Sie einfach die Mengenangabe. Der Düngerrechner berücksichtigt dies sofort in der Nährstoffbilanz. Die Nährstoffbilanz Ihres Bodens wird Ihnen mit Ampelfarben angezeigt. Grün ist optimal, rot ist zu hoch oder aber zu niedrig. Der AGES Düngerrechner achtet in erster Linie auf eine optimale Versorgung mit Stickstoff. Eine Stickstoffüberversorgung schädigt Ihre Pflanzenkultur und die Umwelt. Kommt es bei anderen Parametern zu einer Überversorgung, ist dies nicht kritisch. Klicken Sie auf Fertigstellen. Sie können sich das Ergebnis als SMS zuschicken lassen. Beispiel 2. Besteht nach Auswahl eines Düngers bei einzelnen Parametern ein Mangel, können Sie mit anderen Wirtschafts- oder Handelsdüngern ergänzen. Jeder ausgewählte Dünger kann auch wieder entfernt werden. Die Ergebnisse Ihrer Bodenuntersuchung mittels der AGES Bodenbox sind für 4 Jahre gültig. Sie können also in den kommenden Jahren die Pflanzenkultur und die Parzellenfläche ändern und eine neue Düngerrechnung starten.